Uiuiuiuiui. Wie viele Stunden hast du eingepackt, Xenia? Wow. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute bin ich ungeschminkt, weil ich habe mit der lieben Xenia vom Kanal XenyaXOX703, ich blende euch das hier unten mal ein, weil das doch etwas schwierig zu sagen ist, ein Tauschpaket habe ich da gemacht mit ihr. Und zwar war das Motto, das musst du unbedingt austesten. Und da habe ich mir gedacht, mein Gesicht ist frei, falls ich irgendetwas dort austesten muss. Ich habe Hunger, falls ich da irgendwas austesten muss. Und ich habe Zeit, falls ich irgendwas anderes austesten darf. Ja, und hier ist dieses wunderschöne Tauschpaket. Mega geil. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vergiss nicht, dir was zu essen und zu trinken zu holen, weil, wie das nun mal bei mir manchmal so ist, werden die Videos vielleicht etwas länger. Und bevor du dann davor sitzt und dir denkst, oh je, hätte ich bloß vorher was gegessen oder getrunken, ne? Mein Hinweis an dich. So, dann gucken wir doch einfach mal rein. Also ich finde es mega cool. Es ist total süß verpackt. Du hast die einzelnen kleinen Geschenke, du hast eine Karte drin. Ich sehe schon was zu essen. Sehr gut, denn ich habe ein bisschen Hunger. Ja, gucken wir mal. Als erstes habe ich hier eine schöne Karte drin mit einem Tannenbaum und ich hoffe, dass ich sie vorlesen darf. Ich guck mal. Hallo liebe Claudi, es ist endlich soweit und es ist wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Mein Tauschpaket ist endlich da und ich freue mich so sehr. Ich hoffe, die Sachen hast du noch nicht alle ausprobiert, denn es war schon schwer, sich nach einem Thema zu richten. Das stimmt. Also wir haben echt lange gesucht, bis wir ein Thema gefunden haben, was uns einfach auch irgendwie passt, wo wir Bock drauf haben. Und am geilsten war es einfach zu sagen, okay, wir schicken uns was, was wir gegenseitig mal austesten sollen, weil, ja, wir sind zwei Testmenschen. Und sie ist eine ganz, ganz liebe Süße. Die ist 10 Jahre jünger als ich. Alter! Da fühlt man sich doch manchmal etwas älter. Und ja, ganz gerade am Anfang ihrer YouTube-Zeit. Und schaut einfach mal bei ihr vorbei. Eine ganz, ganz liebe. Lasst ihr so viel Liebe da, wie ihr habt. Und grüßt sie ganz lieb von mir. So. Weiterlesen. Ich hoffe, Mensch, ich hoffe, dass dir die Sachen gefallen und du sie gut gebrauchen kannst. Ich kann vieles gut gebrauchen, liebe Xenia, keine Sorge. PS, ich habe dir als kleines Dankeschön einen Schoko-Weihnachtsmann und Milka mit reingepackt. Dafür, dass du mit mir ein Tauschpaket gemacht hast und dafür, dass du so ein toller Mensch bist. Alles Gute dir, bleib gesund, so wie du bist, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Deine Xenia XOX703. Und dann hat sie zwei Knutzis drauf gemacht. Mega süß, also das ist wirklich echt knuffig. Das gefällt mir richtig gut. Du hast eine wunderschöne Handschrift, Xenia. Echt, das ist großartig und die Karte ist hübsch. Schön mit Gold. Ja, ich bin wirklich gespannt, ne? Und dass du mir einen Weihnachtsmann reingepackt hast. Das ist es ja noch gar nicht ganz so weit. Wir schauen mal. Als erstes Milka Pralines. Nicht, dass ich verfressen wäre, aber ich bin verfressen. Und die sind so lecker. Geil. Dankeschön. Dankeschön für dein Dankeschön, liebe Xenia. Süß. Schoki, Schoki. Und hier ist auch schon der versprochene Weihnachtsmann. Dass es die schon gibt, ne? Bin ja schon ein bisschen verwirrt darüber. Wahnsinn, wir haben Mitte November. So, dann gucken wir mal, was sie mir hier alles reingepackt hat. Fange ich hiermit mal an. Das hier sind irgendwelche Essenssachen. Und ich soll es ja ausprobieren, ne? Das sieht aus wie kleine Zitronen hier. Und wie kleine Kiwis, das sieht man hier wahrscheinlich besser. Aha, was das wohl ist. So, dann nehme ich mir mal sowas, was aussieht wie so eine kleine Mango. Ich glaube, das sind Kaugummis. Das hol von innen. Ah ja, Kaugummis. Ich kenne die noch. Und da hattest du so Rollen, so Röhren oder sowas. Und da waren ganz viele Kaugummis dran. So schmeckt das. Und diese runden, kleinen, kennt ihr die noch? Also das finde ich auf jeden Fall total süß. Da ich euch aber keinen vorschmatzen möchte, nehme ich das Kaugummi mal eben raus. Aber die schmecken echt extrem gut.
Also gut ausgesucht, liebe Xenia. Erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit und es gefällt mir ultra. Richtig, richtig geil. Die sehen so süß aus, diese Mini-Zitronen und so. Mega geil. Und jetzt sind hier ganz viele kleine Geschenke drin. Fange ich hiermit an. Hier steht drauf, so schwer einzupacken. Haha. Da bin ich mal gespannt. Ach, süß hier mit dem Geschenkpapier. Da sind Pinguine drauf. Pinguine mit Schlittschuhen. Wie geil ist das denn? Richtig geil. Und dann hast du hier dieses Kräuselpapier und geiles Geschenkpapier. Guck mal. Happy New Year. Okay, soweit ist noch nicht, aber sowas finde ich auch total süß. Und hier ist es nochmal eingepackt. 1-Minute-Soforthilfe-Kur mit Arganöl und Cranberry von Rossmann. Sehr, sehr geil. Das hier ist so eine Haarkur, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, genau. Nach der Haarwäsche ins feuchte Haar auftragen, 1 Minute einwirken lassen, sorgfältig ausspülen. Richtig cool. Haarkuren kann ich immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und ja, das ist eine One-Minute-Soforthilfe-Kur. Bam! Dankeschön, liebe Xenia. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Rate mal, was drin ist. Hehe. Hä? Ja, das fühlt sich aber wirklich merkwürdig an. Das sind so 3 Würstchen. Das riecht ein bisschen nach Lavendel. Boah, das ist schwer zu erraten. Also es fühlt sich ein bisschen an wie diese Haarkuren, aber ich denke nicht, dass es Haarkur sein wird, weil das sind dann 3 Stück. Nee, keine Ahnung, wirklich nicht. 3 Mini-Würste? Keine Ahnung. Gucken wir mal rein. Aber es riecht auf jeden Fall nach... Ja, doch, das sind diese Haarkuren. Ha! Das ist von Swiss Opal, diese Haarkuren. Einmal mit Kokosmilch eine Haarkur. Riecht richtig gut. Dann hier mit Blütenhonig eine Haarkur. Und mit Arganöl eine Haarkur. Einwirkzeit circa 2 Minuten. Ich mag das ja auch, wenn die Haarkuren nicht allzu lange in den Haaren bleiben müssen und man dann relativ schnell wieder fertig ist mit der ganzen Geschichte. Mega, mega cool. Vielen Dank. Ich habe diese Dinger von Swiss Opal tatsächlich noch nie ausprobiert. Nehmen wir das etwas größere. Zum Genießen. Und dann haben sie hier eine kleine Kaffee- oder Teetasse drauf gemalt. Oh, das ist aber auch... Hier, dieses Band ist auch schön, ne? Das gefällt mir. Ich bin ja tatsächlich auch jetzt gerade in der kalten Jahreszeit unheimlich Teegenießer, Teetrinker, wie auch immer. Ich liebe es. Deswegen, liebe Xenia, das hast du richtig gut ausgesucht. Mit weißem und grünem Tee, Granatapfel, oh yum. Sowas mag ich, das finde ich richtig cool von King's Crown. Riecht schon mal ganz gut durch. Komposition aus Weiß- und Grüntee, aromatisiert mit süß-herbem Granatapfelgeschmack. Mega. Das finde ich geil. Da freue ich mich drauf. Das wird mir Spaß machen. Und da mache ich mir schöne Kaminabende mit. Dankeschön. Das riecht gut. Nom, nom, nom. So, für einen guten Geruch hat sie hier reingepackt. Oh, sehr, sehr gut. Mir fehlt tatsächlich auch aktuell ein neues Deo-Spray. Und hier habe ich Warm and Cozy mit Himbeere und Magnolie von Balea. Dieses Deo. Oh, das muss direkt getestet werden, Leute. Sehr, 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 sehr geil. Oh, das riecht mega gut. Oh, das riecht richtig gut. Das hast du toll ausgesucht. Xenia, super, danke schön. Ich liebe Magnolie. Danke, 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 danke. Yay! Mega, mega, mega gut. Endlich wieder ein richtig ordentliches Deo hier, doch. Dann habe ich hier so ein Bonbon. Da wohl drin ist. Was da wohl drin ist. Aber auch hier wieder dieses Band ist so schön. Das gefällt mir. Ja, es sind die kleinen Dinge im Leben, die Claudi glücklich machen. Boah, es ist so viel in diesem Paket drin. Oh, super. Von Revolution, Makeup Revolution London, Amazing Curve. Eine Mascara. Supi. Leute, ich habe noch nichts drauf. Ich teste die. Guck mal, so sieht das Bürstchen aus. Werde ich auch in mein nächstes Mascara-Testvideo mit aufnehmen, aber ich mache sie mir direkt mal jetzt drauf. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus hier, wa? So, jetzt habe ich auch wieder so ein bisschen was in meinem Gesicht und kann weitermachen. Oh, ich finde es super.
Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich habe mir jetzt auch gerade zwischenzeitlich mal das Deo drauf gemacht. Und Xenia, ich glaube, das wird tatsächlich zu meinem Lieblingsdeo. Das riecht ja so dermaßen geil. Wenn das jetzt auch noch eine entsprechende Wirkung hat. Ist das eine Limited Edition oder sowas? Da muss ich mir da unbedingt welche von nachkaufen. Steht jetzt so nicht drauf, ne? Geiles Zeug. Das muss ich jetzt noch mal kurz erwähnen. So, was haben wir als nächstes? Pflege für deine Haare. Ja, meine Haare brauchen unheimlich viel Pflege, weil sie auch einfach lang sind, weil sie trocken sind. Ich finde es irgendwie witzig, dass du das doppelt eingepackt hast, weil dann hat man ja immer diesen doppelten Auspackspaß. Hier haben wir eine Haarkur drin. Coconut Protein Mask. Hair Rescue. Boosts Volume for Weak, Dry and Fine Hair. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist ein cooles Produkt. Ich finde immer diese Ladies da mit ihren... Was so süß bei dieser Marke. Von Seventh Heaven. Ja, cool. Da freue ich mich drauf. Ich habe hier unheimlich viel Haarpflege drin und das finde ich gut. Meine Haare brauchen Pflege und sie bekommen das jetzt auch. Dankeschön. Mega cool. Und das braucht auch nur 1 bis 5 Minuten, um einzuwirken. Richtig, richtig gut. Hast du gut ausgesucht. Boah, Xenia, hier ist so viel drin. Für ein wunderschönes Bad hat sie mir was reingelegt. Ich habe leider keine Badewanne. Nein, das ist ein Fußbad. Fußbadekristalle von Feel Well. Sehr, sehr gut. Habe ich tatsächlich ja auch letztens in den Männer-Adventskalender reingetan. Und ja, mega gut. Mit Nana-Minz-Tee-Duft. Da freuen sich meine Füße. So, als nächstes hat sie hier mir was gepackt. Viel Spaß beim Baden. Und hier sind 3 Sachen drin. Oh, wie geil. Von Bilou. Schäumendes Badesalz. Oh, geil. Oh. Geil. Schäumendes Badesalz. Bilou. Hier mit diesen Kirschen drauf, ne? Ich denke, das ist auch mit... Ja, Cherry Pops. Oh, es riecht mega gut. Es riecht nach diesen... Wir hatten damals so einen Tante-Emma-Laden bei uns in der Siedlung. Und immer, wenn man dort vorbeigegangen ist, auch beim Privathaus, das waren halt auch so ein bisschen unsere Nachbarn, ne? Ich war ja so ein kleiner Dötz. Und dann hat man da geklingelt und hat einen Eiertausch oder sowas gemacht. Wer kann noch Eiertausch? Stimmt mal hier oben ab. Ich liebe es. Auf jeden Fall. Haben wir dann immer so einen Lutscher bekommen. Der hatte die waren immer so groß ungefähr. Dann hatte der einen weißen Stiel und oben nur so ein flaches, rundes Moped. Und das war dann diese Kirschlutscher. Oh, ich habe die geliebt. Richtig geil. Und das wird mich immer daran erinnern. Und ja, geil. Ich glaube, dass das komplett danach riechen wird. Dankeschön. Hast mir wieder eine kleine Kindheitserinnerung gebracht. Ach was, hast du mir die ganze Bilou-Serie hier reingepackt? Wahnsinn. Schäumendes Badesalz und hier Orange Lemonade. Mega geil. Oh, das riecht richtig nach Orangenlimonade. Oh, richtig geil. Oh. Und was ist das dann? Ist noch ein drittes. Und hier ist dann Frosty Mint drin. Oh, richtig cool. Ich weiß nur nicht, ob ich die selber benutzen kann, weil ich ja leider keine Badewanne habe. Also sei mir bitte nicht böse, wenn ich das vielleicht in eine Verlosung mit reinpacke. Ich muss mal wirklich gucken. Aber coole, coole Sachen. Oder ich frage ganz lieb meine Mama, ob ich mal bei ihr baden darf. Kommt ein bisschen merkwürdig, ne? Mit 29 nochmal anklopfen, Handtuch unterm Arm, Bademantel an. Hallo Mama, darf ich bei dir baden? Cool! So, dann hat sie mir hier auch das nächste drauf geschrieben. Das riecht so gut. Und drin ist von Isana ein Duschgel mit Kokoswasser. Es riecht ultra frisch. Also ich denke, dass das auf jeden Fall was so für Sommer ist. Da kann ich das auf jeden Fall gut gebrauchen. Im Winter und im Herbst, wenn es so ein bisschen kälter ist, bin ich eher so für diese warmen, vollmundigen Gerüche, für die süßen Düfte. Das ist auf jeden Fall dann eher was für den Sommer für mich. Aber cool, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dankeschön. Für die kalten Tage zum Genießen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh geil, noch mehr Tee. Früchtetee, Himbeer-Vanille. Geil mit Vanille, ich liebe Vanilletee. Köstliche Komposition mit fruchtigem Himbeer und feinem Vanillegeschmack. Nom, 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 nom. Aufmachen. Wo ist der Aufmacher? Da. Oh, das riecht gut. Ja. Also da bin ich gespannt, ob das dann auch so süß schmeckt oder so. Werde ich nachher mal ausprobieren. Dankeschön.
Tee, 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 kann ich gut gebrauchen. So, hier hat sie drauf geschrieben, Pflege, Pflege, Pflege. Oh ja, Pflege ist ungefähr das Wichtigste überhaupt. Ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt sich immer, weiß Gott, wie fett schminken oder sonst was. Es ist auch mal ganz schön, wenn man ungeschminkt aus dem Haus gehen kann. Und dafür muss man aber eine gepflegte Haut haben. Deswegen ist Pflege wirklich alles. Eine Handcreme und Maske Almond Dream für sehr trockene Haut mit Mandelöl und Shea-Butter. Ach, eine Handmaske? Das habe ich noch gar nicht. Das finde ich interessant. Das riecht gut. Mal ausprobieren. Riecht wirklich schön. Riecht sehr, sehr, sehr dezent. Magnia ist halt mit Mandelöl und Shea-Butter. Das finde ich gut. Das pflegt die Hände jetzt im Winter ganz toll. Ich habe zurzeit unheimlich viel Handcreme, aber das ist wirklich eine gute Geschichte. Okay, als Pflege halt ganz normal, dass du es so auf die Hände machst und als Maske einmal pro Woche reichlich von der Handcreme auf die Hände geben und mindestens 30 Minuten lang einwirken lassen. Zum Schutz der Hände gegebenenfalls Handschuhe verwenden. Witzig. Okay, dann hole ich mir mal aus der Apotheke so Stoffhandschuhe. Das kenne ich noch von damals und dann mache ich mir das so über die Hände. Okay, ich bin gespannt, ob ich da wirklich so streichelzarte Hände von kriege. Hätte ich Bock drauf. Geile Sache, werde ich ausprobieren. Dankeschön. Das ist wirklich was Neues für mich. Ich bin gespannt. Hier haben wir drin ein Päckchen. Und hier haben wir wieder eine Haarmaske drin. Du willst also, dass ich sehr gepflegte Haare bekomme. Pulp Papaya Rescue Mask. Hair and Roots. Ach, das ist aber auch ganz praktisch, weil du es dann wirklich in die Haarwurzel mit einarbeiten kannst. Die meisten Haarmasken solltest du besser nur in den Längen verteilen. Das ist schon mal ganz gut. Adds Deep Shine for Dull Lifeless Hair. Ja, passt bei mir. Eine exotisch duftende Maske, die der Haarwurzel und dem Haarschaft Feuchtigkeit zuführt. Dazu glättet sie das Haar und bringt neuen Glanz. Wieder ausprobiert. Dankeschön. Cool. Richtig cool. Dann kann ich das eine quasi in den hier oben machen. Und also die hier quasi. Und die andere Haarmaske unten in die Längen. Mega cool. Also so eine Haarwurzelmaske habe ich auch noch nie gehabt. Muss ich mal ausprobieren. Wow. Was haben wir hier? Ein fett zusammengeschnürtes Paket. Großes Pflegepäckchen steht hier auch drauf. Okay. Ein Maskenpinsel. Ja, der sieht so ziemlich aus wie der Maskenpinsel, den ich normalerweise habe. Nur, dass dieser Maskenpinsel hier oben wunderschön pink ist. Sehr cool. Das kann ich gebrauchen. Dankeschön. Eine Erdbeerpeeling-Maske. Drei-Phasen-Wirkung. Reinigt sanft und porentief. Von Schäbens. Porentiefe Reinigung finde ich immer gut. Da bin ich immer ganz vorne mit dabei, Leute. Vanilla, Chai und Kürbis. Von Balea eine Maske. Eine Limited Edition. Oh, mit Vanille, ne? Yum, yum, yum. Eine Milch- und Honigmaske von Balea mit Soforteffekt. Pflegt die Haut geschmeidig mit Mandelmilch und Akazienhonig und ist regenerierend für gestresste Haut. Na, die brauche ich heute Abend. Dankeschön. Da hat sie jetzt, glaube ich, maskentechnisch ordentlich einen rausgehauen, würde ich mal so sagen, denn da kommt noch so einiges. Hier habe ich von Balea Multimasking. Einmal für die Wangen und für die T-Zone, bedürfnisgerechte Pflege und Reinigung der Gesichtszonen mit bunten Tonerden für normale und Mischhaut. Ich glaube, die habe ich schon, aber die finde ich richtig cool. Wird ausgetestet. Von Isana hat sie mir eingepackt, eine Aktivkohle-Peel-Off-Maske. Die habe ich tatsächlich auch schon mal getestet. Sehr, sehr interessant. Fand ich aber, glaube ich, ganz gut, soweit ich mich erinnern kann. Meine Güte, wie viel hast du mir reingepackt, du verrückter Mensch. Geil. Eine Feuchtigkeitsmaske von Balea erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera und Thermalwasser und ist erfrischend. Sehr, sehr cool. So, und die nächste. Oh ja, eine reinigende Maske klärt die Haut mit weißer Tonerde und Zink, porenverfeinernd und mattierend für jede Haut von Balea. Das finde ich auch total interessant, sowas. Also mit weißer Tonerde hatte ich auch noch nie. Richtig cool. Eine Balea-Maske Pearl & Glow verwöhnt die Haut mit Extrakten aus Perlen und Mondstein und es ist schimmernd. Sehr, sehr cool. Die habe ich auch schon mal ausprobiert. Von Balea die Peel-Off-Maske Time to Glimmer mit Schimmereffekt, porentief reinigend mit Meeresalgenextrakt und sie ist beliebend. Ja, die sah auch ziemlich witzig auf dem Gesicht aus.
von Isana eine Hydro Booster Maske für feuchtigkeitsarme Haut. Sehr, sehr interessant. Ich muss ja gestehen, dass ich tatsächlich auch mehr ein Fan von diesen ganzen Tuchmasken und Gelmasken bin. Ab und an gönne ich mir auch mal so eine Crememaske oder eine Peel-Off-Maske, aber hauptsächlich bin ich eine faule Socke. Ich hoffe, dass hier jetzt eine Tuchmaske kommt, weil dieses Päckchen ist etwas größer. Hier haben wir von Isana eine Hydro Booster Tuchmaske. Sehr, sehr gut. Das ist für so einen frischen Kick zwischendurch sehr geil. Von Isana eine Limited Edition, eine Tuchmaske, sofort frische Kick, 24 Stunden Hydro Intensiv Effekt mit Aloe Vera. Das ist interessant. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Von Essence eine Prime and Last Daily, kann ich nicht lesen, Bubble Sheet Mask. Richtig gut, da habe ich Bock drauf. Sowas würde ich wirklich gerne mal testen. Ich hatte mal so eine Bubble Mask, die in so einem Tiegel drin war. Die habe ich mir von Amazon bestellt, aus Fernost, würde ich mal so sagen. Habe ich nicht so ganz getraut. Aber bei Essence hat man doch immer so ein bisschen mehr Vertrauen. Ja, cool. Bin ich gespannt. Die wird auf jeden Fall mit euch zusammen getestet. Danke, Xenia. Und hier ist noch eine Maske. Alter! Ich hätte gerne einmal das komplette Maskenregal von Rossmann und DM, bitte. Wahnsinn. Ich kann hier echt bald einen Maskenshop aufmachen. Hier habe ich von Isana die Todesmeermaske. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Finde ich sehr, sehr gut. Todesmeermaske ist genauso gut wie diese, ich komme gerade nicht drauf, Tonerdemasken. Die sind immer schön klärend und sehr, sehr gut für die Haut. Wahnsinn. Ui, 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 ui. Und es geht auch immer noch weiter, Leute. Xenia, ein verrückter Mensch, würde ich mal so sagen, ne? Sehr, sehr verrückt. Sehr schöne Farben hat sie hier drauf geschrieben. Fühlt sich nach einer Palette an. Mega Rosé Lidschatten. Mhm. Von Beauty Woman. Ah, aus dem Teddy. Guck mal. Das ist so eine nudefarbene Palette. Naja, das soll ja alles ausgetestet werden, ne? Hier ist jetzt kein Pinsel dabei, sondern nur dieser Spoolie. Ich versuch's einfach mal mit dem Spoolie. Das wird jetzt ein Fest. Sorry, mit dem Spoolie geht das leider gar nicht. Ich hol mir mal eben Pinsel. Wundert euch nicht über die Geräuschkulisse im Hintergrund. Unser Nachbar macht gerade irgendetwas. Irgendetwas. Bautechnisches, weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, es kommt aus der Palette keine wirkliche Farbe raus. Ich kriege da irgendwie nichts. Ich gehe jetzt mal in so einen ganz, ganz dunklen Ton und versuche so ein bisschen was auf mein Auge zu geben. Also, Xenia, es tut mir sehr, sehr leid, aber das ist leider nicht so meins. Da kommt nicht so viel bei rum. Leider nein, leider nein. Sieht leider nur einfach schmutzig aus auf den Augen. Tut mir leid, aber das ist nicht meine Lieblingslidschattenpalette. Die ist nicht so meins. Nein, sorry. Naja, gucken wir mal weiter rein. Als ich vorbeiging, dachte ich, warum nicht? Auch an ihn habe ich gedacht. Das fühlt sich an wie was für Sammy. Oh ja, der kleine Mann wird dick und fett und rund. Pedigree Schmackos, die mag er sehr gerne. Unser Nachbar füttert die sehr gerne an ihn. So durch den Zaun durch, ne? Will sich ja immer gut mit ihm stellen. Multi, 4 leckere Geschmacksrichtungen mal 20. Ich glaube, das wird Sammy gefallen. Sammy sagt Dankeschön. Lass es dir schmecken, hat sie hier drauf geschrieben. Und hier hat sie echt ein süßes Schleifchen drauf gemacht. Und es wird, je tiefer wir hier gehen, desto weihnachtlicher wird es hier. Oh geil, das ist so ein Studentenfutter. Aktivmix, Ballaststoffquelle, Magnesiumquelle. Nom nom, das sind so Nüsse und Früchte. So sieht der Mix aus. Hm. Ich glaube, das sind Cranberries. Mandeln. Hm. Erdnüsse. Kürbiskerne. Hm.
Ah. Und so in Kombination schmeckt es richtig geil. Richtig, richtig lecker. Also gut ausgesucht. Ui, das ist riesig. Und drin habe ich von Kuschelweich einen Weichspüler. Mega gut. Dankeschön. Und riech mal dran, weil Kuschelweich und ich sind ja nicht mehr so die besten Freunde. Aber vielleicht überredet mich der kostbare Moringa-Ölduft. Mal gucken. Oh, das riecht wirklich gut. Das riecht schön frisch. Ja, das wird auf jeden Fall getestet. Bin ich gespannt. So eine schöne Farbe. Hoffe, sie gefällt auch dir. Und hier ist drin von Freedom, Be Free to Make-up, so ein kupferfarbener Nagellack, den ich richtig cool finde, per se auf den Nägeln. Aber ich würde den ja nur auf den Füßen tragen, weil ich habe hier Gelnägel. Das ist dann etwas schwierig, wie die liebe Emilia sagen würde, von dem Kanal Emilia Wohl. Leichenfüße habe ich ein bisschen Schiss vor. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Hat auch ein bisschen was von Gold. Also so ein bisschen Kupfer-Goldschimmer ist das, ne? Ist aber von der Farbe an sich Kupfer. Die Farbe 454. Okay. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mal ausprobieren, ob mir die Farbe gefällt. Test ist Test, ne? Pflege, Pflege und noch mehr Pflege. Oh, das ist cool. Von Balea. Eine Lippenpflege. Vanilla, Chai und Kürbis. Den mache ich mir doch direkt mal drauf. Oh, der riecht gut. Uiuiui. Und der schmeckt auch so ein bisschen vanillig, fruchtig. Das gefällt mir. Sehr, sehr coole Idee. Dankeschön. Ihr Lieben, wir sind tatsächlich schon beim letzten. Für die Haare. Von Balea Schönheitsgeheimnisse hat sie mir hier drei verschiedene Haarmasken reingepackt. Einmal die beruhigende Haarmaske mit Hafermilch. Dann die farbpflegende Maske mit rotem Mohn. Und die Kokoswassermaske als Feuchtigkeitsmaske. Da bin ich ja mal gespannt. Meine Güte, meine Haare werden jetzt ordentlich gepflegt werden bei den ganzen Haarmasken und Haarkuren und schlag mich tot. Ja, und hier haben wir jetzt einen leeren Karton. Hier haben wir eine glückliche Claudi. schaut gerne mal bei dem Kanal von der lieben Xenia vorbei. Eine ganz, 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 ganz liebe, süße Maus, die auf jeden Fall noch ganz viel Unterstützung braucht, dass sie auch wirklich vielleicht ein paar mehr Zuschauer bekommt. Das wäre echt schön, wenn ihr alle mal bei ihr vorbeigucken würdet und ihr ein bisschen Liebe da lassen würdet. Sie hat mir ein wunderschönes Paket gepackt, wofür ich mich von Herzen bedanke. Ich kann leider nicht ganz alles benutzen, aber doch ein Großteil. Und es hat mir wirklich mal wieder richtig Freude gemacht. Ich habe hier neben mir einen Riesenhaufen mit Geschenkpapier und Zeitungspapier. und hier habe ich wunderschöne Produkte neben mir stehen. Also richtig, richtig cool. Die Masken werden alle nacheinander verwendet werden. Ich liebe dieses Deo. Ich sag's nochmal. Ich finde die Mascara auch richtig cool. Also, ne? Das ist so eine richtig schöne, dezente Alltagsmascara. Ja, Sammy wird sich freuen. Unsere Wäsche wird sich freuen. Mein Magen wird sich freuen. Ja, ich hoffe, du freust dich auch so über die Produkte, die ich dir geschickt habe. Schaut doch auch gerne mal bei ihr vorbei. Ich verlinke euch mal das Video von ihr hier auch. Und ja, das Tauschpaket-Video. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich würde mich über so vieles freuen. Ich bin, ja, ein glücklicher Mensch. ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist mit den Tauschpaketen, die ich so gemacht habe bislang. Hier unten findet ihr das Video von dem Tauschpaket zu der lieben Xenia. Und auf dieser Seite könnt ihr, wenn ihr möchtet, die liebe Xenia abonnieren oder mich. Steht euch frei. Lasst es euch gut gehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!